Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich bin nach Ende der letzten Folge bloß noch die paar Meter weiter nach vorne gepaddelt mit dem Floß und habe mich einmal ins Portal begeben, dass wir hier wieder in sicherer Umgebung sind. Ich freue mich so dermaßen, dass wir das endlich geschafft haben. Jetzt können wir erstmal den ganzen Mist, den wir hier einstecken haben, endlich wieder wegpacken. So, wir haben hier unten Rüstung. Und da kommt einmal das rein. Dann haben wir Waffen. Können wir eigentlich mal mit reinpacken. Nee, Bronzeschild behalten wir natürlich. So, jetzt lasst mal schauen. Was können wir mal alles noch wegpacken? Wir müssen hier mal ein bisschen Ordnung schaffen im System. Würde natürlich wieder ein bisschen Honig mitnehmen. Die 16 Stück reichen. Die Himbeeren nehmen wir mit. Gelber Pilz nehmen wir mit. Dann können wir die Pilze hier oben reinhauen. Die Moltebeeren auch noch mit hin, da haben wir jetzt 29 Stück insgesamt. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen für den mittleren Ausdauertrank, aber so viele werden es wahrscheinlich gar nicht sein. Wir haben noch einen Stein. Was haben wir noch? Wir haben hier noch mehr gelbe Pilze. Achso, nee, ich mache ja... Nee, warte mal, jetzt bin ich ein bisschen verkehrt hier. Das. So, und die Pilze wollte ich doch haben. Na, eigentlich die gelben. So, Harz noch weg. Dann haben wir Bronzeschwert. Ne, wir nehmen natürlich unser Streitkolben mit. Mit dem Ding. Das Teil können wir natürlich auch wieder wegpacken. Ach, ich freue mich so dermaßen. Das war voll fies. Ich musste halt nach der letzten Folge dann aufhören mit aufnehmen, weil ich auf Arbeit musste. Und das war aber so ein Moment, wo ich mir dachte, hey, wir haben es endlich geschafft. Ich will unbedingt weitermachen. Und ja, das war so voll fies. Ich wollte eigentlich, ich hätte am liebsten noch, sagen wir es mal so, 3-4 Folgen aufgenommen. Aber musst du dann leider abbrechen. Aber naja, was soll's. Dafür jetzt gleich die nächste Folge. Ist noch derselbe Tag wie die letzten zwei Folgen. Ich habe mich jetzt hier abends nochmal hingesetzt. Oder ich sitze jetzt hier abends nochmal. Weil ich mich einfach den ganzen Tag drauf gefreut habe. Dass wir hier endlich mal weitermachen können. So, wir müssen mal gucken. Wir hatten noch schon ein paar von den Nadeln. Die haben wir hier reingeworfen. Alles klar. Dann haben wir wieder Essen. Wir haben Pfeile. Wir haben einen Bogen. Wir haben ein Schild. Sieht eigentlich soweit erstmal alles ganz gut aus. Dann würde ich sagen, wir snacken uns mal kurz was rein. Ausgeruht Skill ist da. Und dann gehen wir... Obwohl, wir könnten eigentlich auch noch mal eine Runde schlafen, weil ich glaube, es ist gerade so ein Untergang. Dass wir nicht wieder im Dunkeln da rumhantieren müssen. Das macht immer nicht so viel Bock. Eine Runde schlafen. Wieder in schöner Eisenrüstung. Da schläft sich's doch am besten. Sehr cool. Und dann machen wir zurück und ich würde sagen, wir probieren es jetzt, dass wir uns mal anlegen mit den Biestern. Wir sind halt nahrungstechnisch nicht so unbedingt sehr geil am Start. Tag 193 schon. Können mal gucken, können wir noch irgendwas grillen? Nixenschwänze machen? Achso, sehe ich erst, wenn es gegrillt ist. Und rohes Fleisch. Oh Gott, was ist denn hier draußen los? Super, schlechteres Wetter als davor. Macht auch nicht unbedingt Bock. Die Sache ist, wir haben halt echt wenig Leben. Ausdauer geht noch einigermaßen, aber Leben ist halt echt etwas mager. Das Problem ist, bei dem Regen kriege ich hier auch absolut kein Feuer an. Prinzipiell müssen wir eigentlich nur einmal ordentlich treffen. Huch. Dann sollte es ja schon klappen, zumindest was die Todeskitos angeht. Und die Goblins können wir ein bisschen blocken, das haut schon hin. So viel Schläge halten die auch nicht aus. Dass wir uns auf jeden Fall den Rest noch holen können. Ach komm, wir probieren es einfach. Ich werde wahrscheinlich wieder sterben und bin 10 Folgen lang unglücklich. Vielleicht ist da hinten ja besseres Wetter. Ich weiß nicht, ob das Wetter global ist. Oder regional. So wie es aussieht, global. Wir setzen erstmal den Spawnpunkt hier. Kann ich hier nochmal pennen? Nee, ne? Schade. Wäre irgendwie geil gewesen. Wenn wir das Wetter hätten hinter uns bringen können, aber leider nicht möglich. Jetzt müssen wir mal schauen. Hoffentlich sehen wir bei dem Regen die Todeskitos ordentlich. Und wenn, dann probiere ich wirklich einfach einen Pfeil. Und wenn ich nicht treffe, dann renne ich direkt zurück ins Portal. Oh Gott. Erster Goblin. Den hätte man auch sehen können. Gebe ich ehrlich zu. Ordentlich blockiert. Zack. Zwei Schläge. Könnten noch einen nachsetzen. Dürfen uns bloß nicht treffen lassen. Na komm. Trau dich.
Arm. Okay, also so ein einzelner Kobold ist auf jeden Fall kein Problem. Da haben wir gleich das nächste Schwarzmetall. Aber so ein totes Kito ist auf jeden Fall ein großes Problem. Wollte ich doch gar nicht. Oh, Honig mit gelbem Pilz verwechselt. Naja, Wetter beruhigt sich langsam. Jetzt müssen wir mal schauen, wo der Kleine hier rumschwirrt. Da hinten ist noch... Ah, da ist es. Scheiße. Mist. Also wir können es auf jeden Fall komplett blockieren. Ich weiß nicht, ob im richtigen Moment zuhauen vielleicht was bringt, dass man gar nicht erst blockiert. Aber da habe ich auch ein bisschen Angst davor, muss ich sagen. Ah, geil. Okay, habe ich geschafft. Also die Hitbox von dem kleinen Mistvieh scheint auf jeden Fall um einiges größer zu sein. Und mit einem Pfeil schaffen wir es auch. Muss mich nochmal belesen, was wir für den besseren Bogen gebraucht haben, für den Trogger Reißzahn. Ich glaube, das war dieses Glibber an den Bäumen in den Sümpfen. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber auf jeden Fall wäre es auch mal Zeit für einen besseren Bogen. Ah, nein! Oh Gott, die Viecher, ey. Ohne Mist, ich träume nachts davon. Na, nimm doch das Schild. Er hat es nicht in die Hand genommen. Blocke es, jawohl. Jetzt Bogen ziehen. Ah, bam. Okay, also das funktioniert echt cool. Einmal blockieren. Bogen raus und gut ist. Aber alter Schwede, hat der mich gerade erschrocken, ey. Das ist halt echt fies. Du hörst die kaum. Dann sticht's dich und du bist fast tot. Also wir sind definitiv viel zu schlecht für die Ebenen. Oh Gott, ich dachte schon wieder so ein Vieh. Ich will echt nur noch mein Zeug hier holen und dann machen wir uns ins Gebirge. Der hat ordentlich gesessen. Also schadenstechnisch sind wir eigentlich soweit ganz gut unterwegs. Aber was halt Rüstung angeht und Schaden und so, müssen wir definitiv noch stärker werden. Ausdauer passt. Nochmal blockieren und zack. Also einerseits bessere Lebensmittel. Dass wir hier mit 150, 200 Leben oder so rumrennen. Und andererseits natürlich auch mehr Rüstung. So, da vorne sind immer noch die zwei Dinger. Ich bin sehr, sehr froh auch für den späteren Verlauf des Spiels. Ist unser Floß eigentlich noch da? Zu wissen, dass man mehrmals sterben kann und diese Steine nicht weggehen. Ich hatte echt riesig Angst davor. Aber jetzt sieht es erstmal soweit gut aus. Ich sehe weder einen Goblin noch ein Moskito. Gegenstände geborgen. Gegenstände geborgen. Perfekt, wir haben alles. Und zurück. Da hinten ist ein totes Kito. Bin mir nicht sicher, ob er uns hinterher fliegt. Nee, er wird kleiner. Ich glaube nicht. Okay. So, schnell wieder zurück. Wir sind komplett voll. Ich hoffe, er hat auch alles mitgenommen. Ich sag mal, das Wichtigste haben wir auf jeden Fall. Also eine Bronzerüstung in der Kiste. Oh Gott, diese scheiß Möwen, ey. Mich in dem ganzen Spiel noch nie vom Möwen erschreckt. Und seitdem es die Todeskitos gibt, mache ich mir in die Hose. Kann ich die einsammeln? Wir müssen mal einen Harz wegwerfen. Ich habe keinen Bock, jetzt hier irgendwas zu riskieren. Hier kommt bestimmt gleich ein Todeskito und wir sind voll am Arsch. Nimm alles mit. Aber die Moltebeeren will ich halt auch einfach nicht liegen lassen. Haben wir jetzt alles. Sieht gut aus. Wie viel haben wir eingesammelt? Nochmal 17 Stück. Ja, so eine Bronzerüstung in der Truhe noch nebenbei liegen zu haben, ist halt echt nicht verkehrt. Deswegen wollte ich das jetzt unbedingt auch nochmal wiederholen. Weil wie es dann halt so ist, so wenn du stirbst, dann bist du halt echt froh, wenn du noch so eine Bronzerüstung irgendwo liegen hast. Ja, unser Floß ist noch da. Wir müssen generell eigentlich mal alles abbauen hier. Naja gut, das Portal können wir nicht abbauen. Dann kommen wir nicht wieder zurück. Wir haben hier auch noch eine Menge, ne? Ich
pack mal alles ein, was geht. Wir machen uns zurück. Packen alles aus dem Inventar in unsere Kisten, machen nochmal hierher, nehmen noch den Rest mit. Das Floß können wir ja abbauen, das Portal lassen wir einfach stehen. Dann haben wir zumindest immer mal einen Weg zu den Ebenen, wo wir das auch hier schon haben. Naja. So, wie viel hat 7 Kilo zu viel? Voll viele Augen von den Grauzwergen. So, naja, okay. Also, einmal Fleisch und 19 gebratene. Und guck mal, 6 noch von den normalen. Und wir haben auch wieder Würstchen und ach, geil. Schön, wir sind wieder da, wo wir sein sollten. So, die Pilze erstmal rein. Früchte. Mürlis. Pack jetzt erstmal schnell alles aus. Kobold-Trophäe haben wir noch nicht, ne? Jetzt kriege ich die hier nicht mehr verstaut. Muss die erstmal bei Sonstiges mit rein. Natürlich auch kein Platz mehr. Brauchen noch eine zweite Trophäenkiste anscheinend. Dann Münzen. Hatte ich die Bären mit hier drin? Ja, genau. Hä, bin ich gerade doof? Was wollte ich denn hier reinpacken? Achso, die Nadeln wollte ich reinpacken und die Augen. Dann Rüstung. Hier unten ist es. Aber ich habe nur den Bronzehelm. Wo ist denn der Rest? Das ist unser Eisenzeug. Entweder haben wir doch was verloren. Naja, egal. Wir haben zumindest erstmal eine Menge wieder. Vielleicht habe ich es auch in irgendeine andere Kiste geworfen. Keine Ahnung. Wir packen mal bei Waffen noch das Schild mit rein. Und zweimal Bogen, drei, aber das ist normaler Bogen. Das ist der Edelholzbogen, genau. Das noch weg. Und wir haben hier 11 Stück insgesamt. Achso, der Rest war bei der anderen Truhe, ne? Hier. Da hatten wir das alles gesammelt, genau. Jetzt ist die Frage, hatten wir das Ebenen genannt? Muss nochmal schauen, ich vergesse das immer wieder. Ebenen? Ebenen, bitte, bitte, bitte? Nö. Sumpf war das von gerade eben und Knochen war ja das, was nicht mehr ging. Obwohl, warte mal, hatten wir das nicht irgendwie ABC genannt? Verbinde dich. Mist, also es müsste irgendwie eine kleine Info geben, wie die Portale heißen. Das wäre echt cool, wenn es die Portale vielleicht automatisch markieren würde. Auf der Karte und man kann drüber schauen und sieht, wie es heißt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Klein- und Großschreibung ist ja, glaube ich, egal. Man muss sich nochmal eine der letzten Folgen angucken. Tut mir leid. Ich nenne es jetzt erstmal wieder Sumpf. Aber wir können es ja sowieso aktuell noch nicht. Ach hier, ABC verbunden. Ach. Manchmal bin ich echt nicht die hellste Leuchte. So, wir snacken uns jetzt mal ein Würstchen rein. Gehen mal schnell zurück. Also es hieß doch ABC. Aber man kann natürlich nicht drei Dinger miteinander verbinden. Das heißt, unser Portal beim Knochenwanst wird höchstwahrscheinlich doch weg sein. Also habe ich es nicht verkackt mit meinem Umbenennen. Sondern habe... Hä? Hier ist nichts mehr drin? Hatten wir das schon geholt? Dann hatten wir wahrscheinlich doch nicht ganz so viel. Naja, was soll's. Zumindest wissen wir es jetzt. Ja, also werde ich das wahrscheinlich doch nicht verkackt haben mit dieser ganzen Umbenennerei, sondern irgendein Bösewicht hat es wahrscheinlich doch einfach abgerissen. Egal. Was soll's. Wir packen mal das Holz noch eben schnell weg, den Hirschsprecher oben. Das kann ich auch alles mal noch in die Truhen packen. Und dann haben wir es endlich erstmal wieder geschafft. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt mal drum, dass wir den Met des Frostwiderstands brauen. Dass wir uns ins Gebirge begeben können. Weil Gebirge haben wir auf jeden Fall hier überall. Und das ist ja eigentlich auch der nächste Platz. Oder wir gucken halt doch, dass wir uns nochmal hierher teleportieren und mit dem Floß hier rüber schaukeln. In der Hoffnung, die Truhe steht noch da. Das wäre halt eigentlich auch ziemlich geil. Ich glaube, wir machen das so. Dann können wir nämlich schon mal, wenn das Metall noch da sein sollte, können wir halt zumindest den ganzen Spaß hier mal upgraden und sind dann auch nochmal ein bisschen besser gewappnet fürs Gebirge.
Das fände ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Jetzt lasst mal schauen. Wir könnten oder ich könnte oder wir könnten oder sie könnten oder er könnte. Definitiv ja mal ein bisschen Werkzeug rauspacken. Also falls wir sterben, dass wir nicht wieder komplett nackig sind. So, ich glaube, ich hatte das sonst immer so. Und hier. Dann können wir einmal in die Rüstung noch das mit wegpacken. Und ich hau jetzt einmal Trophäe noch mit rein. Gut, dann brauchen wir. Was haben wir am meisten? Eigentlich Honig? Eigentlich auch Möhrchens, oder? Ja gut, wir können auch mal ein paar Himbeeren mitnehmen. Ja, sollte reichen. Ah, schon wieder fast eine komplette Folge rum. Tut mir leid, das war jetzt nicht die spannendste Folge. Aber eine, was ist denn heute los? Eine, die mir mit am meisten Spaß gemacht hat. Einfach aus dem Grund, dass ich mich freuen kann, dass wir unser ganzes Zeug wieder haben. Aber ich denke, das ist ein ganz guter Plan. Wir machen uns hier zurück. Jetzt müssen wir bloß mal überlegen. Nee, wir müssen nochmal kurz was umändern. Entschuldigung. Wir müssen nochmal zurück. Wir müssen den Spawnpunkt wieder hier in die Basis setzen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das getan habe. Weil, dann würde ich das Portal dort vielleicht doch abbauen. Und wir nehmen es einfach mit, dass wir hier unten ein neues bauen können. Sonst müssen wir ja trotzdem irgendwann wieder dahin. Halt nur die Frage, wenn das jetzt die ganze Zeit abgerissen wird. So, Spawnpunkt gesetzt, passt. Dann wäre das auch irgendwie ein bisschen Materialverschwendung. Wenn ich da die ganze Zeit ein neues hinbaue. Vielleicht reicht es ja auch einfach einen kleinen Zaun drumrum. Bin mir nicht ganz sicher. Bloß wenn wir uns jetzt hierher teleportieren, dann mit dem Boot hierher fahren und unser Zeug einsammeln, müssen wir mit dem Boot auch wieder zurück. Da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Drum würde ich sagen, wir haben auch schon bloß noch 3 Kerne. Wir nehmen jetzt nochmal 2 Kerne mit. Wir nehmen 10 Stück von den Dingern mit. Und 20 Edelholz waren es noch. Mittlerweile habe ich es im Kopf, was wir alles brauchen. Und dann machen wir uns wieder auf den Weg. Dann können wir zumindest erstmal unten ein Portal bauen. Und können das Zeug ganz fix wieder hierher teleportieren, wenn das Eisen denn noch da ist. Und dann kann ich später mal, vielleicht außerhalb des Videos, das Portal wieder abbauen. Und mit dem Boot zurücksegeln. Oder mit dem Floß. Mach mal die Tür zu. Ich muss sagen, die Ebenen reizen mich wirklich sehr. Es sind mal wieder andere Gegner, die haben es echt in sich. Man muss viel, viel aufmerksamer agieren. Also ich finde das prinzipiell schon geil. Also ein bisschen besser ausgerüstet zu sein, schadet auf jeden Fall nicht. Jetzt erstmal Daumen drücken. Dass wir unser Eisen da unten noch finden. Dann können wir nämlich schön alles upgraden, machen uns ins Gebirge auf. Der Wind ist sogar mit uns. Sieht's denn aus, so ein kleines Stück links noch. Ich will nicht unbedingt, hier wird wahrscheinlich überall Sumpf sein. Ich möchte ehrlich gesagt nicht unbedingt durch den ganzen Sumpf wieder rennen müssen. Ja, und dann kümmern wir uns, was ist heute los? Dann kümmern wir uns um das Biom, was eigentlich als nächstes dran ist, und zwar das Gebirge. Da kommt der Drachen als Boss. Mal schauen, was wir da alles finden. Ich weiß tatsächlich noch gar nicht so viel über das Gebirge. Und ja, wenn wir das dann abgearbeitet haben, können wir uns dem Knochenband stellen und dann geht's in die Ebenen. Und dann sind wir, glaube ich, alle 5 Biome durch. Ich dächte, sehr viel mehr gibt's nicht. Aber das wird auf jeden Fall noch ein Weilchen dauern. Ich zoome mal ein bisschen raus. Ich glaube, da hinten kommt schon wieder Festland. So weit ist der Weg gar nicht. Wir haben voll Rückenwind. Es kommt mir trotzdem vor, als wären wir unendlich langsam. Da geht es anscheinend durch. Ja, wie die Bootstouren halt so sind. Irgendwie finde ich es schon cool. Generell so die ganzen Reflexionen vom Licht und von der Sonne und das offene Meer und die Musik, die gespielt wird, ist schon cool, aber es ist auf Dauer auch ein klein wenig langweilig. Aber so ist das halt auf dem Meer. Wir haben leider nicht mal ein Kartenspiel oder irgendwas dabei. Generell so wirklich
Freude? Was ist mit dem Helm? Ein Magnethelm? Könnte auch ein Hut sein. Wie er auf dem Rücken geschnallt hat, wie so ein Cowboy. Naja. Ja, nicht mal ein Kartenspiel dabei oder generell. So irgendwie so ein bisschen Lebensfreude ist in dem Spiel so überhaupt nicht, ne? Außer schlafen gehen. Und vielleicht mal was Leckeres essen. Ist nicht viel. Also war das halt auch. Halt auch. So, wir machen an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Ich muss mal gucken, vielleicht paddel ich den Rest noch weiter ohne Aufnahme, dass es nicht ganz so langweilig wird. Und dann hoffentlich Eisen finden. Unser Eisen wiederfinden. So rum. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.